Okay, bei Zerschneider können wir abkürzen. Okay, das ist gut. Das war Zerschneider nicht unbedingt. Oh, wir bekommen. Na. Ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot und Nuzlocke. Ich bin euer Aurelchen. Und wir machen Eiland 3 heute unsicher. Ja, wir haben die Stadt, oder das Dörflein hier, von den bösen Bikern befreit. Und jetzt wollen wir Irma suchen. Irma, die soll sich hier irgendwo rumtreiben. Über die Bundbrücke zum Bärenforst. Und wir bekommen hier wieder einen neuen Encounter. Und ich bin gespannt, was wir bekommen. Loopsclaws interessieren uns nicht. Was bekommen wir noch? Was können wir hier fangen? Keine Ahnung. Kahn die Dritte? Ernsthaft? Nee. Brauchen wir nicht, ganz ehrlich. Wir hätten jetzt Kahn wieder bekommen können. Nein, ich möchte Kahn nicht nochmal sterben lassen durch meine Unfähigkeit. Das wäre fatal. So, Schnegge hat Bock, was zu machen. Aber erstmal kriegen wir hier noch einen Turbo. Es tut mir leid. Nein, das... Kahn hat sich solche Mühe gegeben. Ich will jetzt nicht enternen, dass wir noch eins fangen. Wir zeigen dir unsere Lieblings-Pokémon. Mm. Deswegen. Mm. 2 Pipi, okay. Gegen Schnegge und Renade. So, wir können hier in Ruhe den Surfer drücken und zur Trümmer reicht. Trümmer reicht wirklich. Ja, weil Surfer jetzt ausreichen wird. Schnell setzt Surfer ein. Ich kann hier noch Surfer einsetzen, denn Surfer trifft hier noch nur die beiden gegnerischen Pokémon. Später wurde es ja so geregelt, dass Surfer auch das... mein Partner-Pokémon mit angreift und finde ich auch besser eigentlich die Regelung, weil Surfer eigentlich viel zu stark war zu dieser Zeit. So, Biss und ja, Zitrobar und tschüss. Ja. Gar kein Problem. Oh, Ida, ja, ihr habt verloren. Hätte ich jetzt einen Pixie gehabt, dann wäre ich beeindruckt gewesen. Topschutz. Gut. Nächsten Trainer. Wo willst du so eilig hin? Zum Bärenforst und Irma holen. Frage beantwortet. Aroma Lady Erika. Oh nein, du hast bestimmt Pflanzentypen, ne? Ja, natürlich hast du Pflanzentypen und ich habe Schnegge vorne. Ah. Unschön, unschön. Renade, bitte kümmere dich um dieses Bisasar. Wir sind hier länger in Eilanden oder Eilandinseln als eigentlich geplant, aber das dürfte der letzte Part dafür sein. Schnecke erreicht Level 66. Sehr schön. Will Spaßkanone lernen. Oh, 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 nein, braucht man nicht. Richtig, Spaßkanone nicht erlernen. Spaßkanone senkt den Angriff und den Spezialangriff des Gegners. Brauchen wir aber nicht unbedingt. So, dieser Knosp. Ja, Renate wird jetzt hier durchgehen. Einfach mit Stärke. Zeig ihnen unsere Stärke, Renate. Richtig, mit einem Volltreffer. Als letztes noch ein Bisa-Knoss. Oh, ich habe jetzt mit einem Bisa-Flor gerechnet, ganz ehrlich.
Na. Der Crit hat tatsächlich vorhin gemeddert. Gut. Gut, 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 gut. Jo. Du trainierst einige eindrucksvolle Pokémon. Renate, die ist von Anfang an dabei. Ja, okay. Von Anfang an ist eigentlich nur Knolle dabei, aber Renate, wir haben sie richtig früh gefangen und ja, Renate muss einfach. Ich glaube, Renate muss bis zum Ende mit dabei sein, weil es hat sich verdient. Yo, yo, Pokémon. Yo. Check this. Yo. Gut. Ein Sterndür. Dieses Sterndür hat keine Chance gegen Renate. Hab ich doch gesagt. Gesagt. Vor allen Dingen gesagt. Noch eine Sterndu. Reicht ein Zertrümmerer? Mal eben gucken. Na, ah, natürlich reicht's nicht. Tarnung, oh. Ist jetzt nur ein Bodentyp. Ist ja sowas von Wumpe. Oh, ein Krabi. Krabi ist cool. Krabi hätte ich auch so gerne gehabt. Ich mag wirklich Kingler. Kingler ist einer meiner Lieblings-Pokémon in der Gen 1, also in Kanto. Ganz hoch angesehen. Ich mag das Design einfach von Kingler. Hätte ich wirklich gern gehabt. Das hat aber sehr, sehr wenig Schaden gemacht. Ja, da muss noch wieder stärker. Die Alexis. Jojo, Pokémon verloren, ne? Alles klar. So, wir müssen nicht surfen, okay? Hier haben wir noch eine Dame. Ach, die interessiert sich. Komm. Meine Mutter sagt, dass ich ohne meinen Schwimmreif nicht schwimmen kann. Dann solltest du es langsam lernen, weil du kannst ohne Schwimmreif schwimmen, ja. Nur solltest du es in dem Alter noch nicht. Das ist ein Unterschied. Na, außerdem, du bist alt genug, um das wirklich zu lernen. Um schwimmen zu lernen. Aber nicht schwimmen können und Pokémon kämpfen. Ja, da sagt der Richtige, ja, wir surfen auf unsere Pokémon. Protagonisten in Pokémon-Spielen, die können ja auch nicht schwimmen. Und das ist wirklich sehr seltsam. Ein Quapuzzi. Komm, bitte hab noch ein Quappo. Ich habe noch nicht ein Quappo hier gesehen. Lass ein Quappo kommen, bitte. Noch ein Quaps. Ich habe jetzt wirklich auf ein Quapp gehofft. Renate. Finde ich gar kein Thema. Null. Alter, Ente. Keine Chance, hast du gehabt. So, jetzt geht da unten weiter. Du bist ja schon bestimmt. Ja, natürlich. Der salzige Geruch des Wassers. Er erfüllt mein Herz mit Freude. Und dann die Sitzel. Auch wieder so eine Aroma-Lady mit einem Knurrfenser. Hier drücken die Stärke. Und tschüss. Das ist bestimmt noch ein Ultrigaria, ne? Bestimmt. Ja, natürlich hast du noch ein Ultrigaria. Ah! Ah, Giftpuder. Meine Achillesferse. Renate wurde schon so oft in diesem Let's Play, dieser Nuzlocke hier, vergiftet. Oh! Renate!
Saubert. Schief, schief. Irgendwas riecht unangenehm. Willst du damit sagen, meine Rasaf stinkt? Merke ich mir. Wo sind denn meine Gegengifte? Da sind meine Gegengifte. Vergiftung wurde geheilt. Sehr schön. So. Fiori nach vorne. Und weiter geht's. Bärenforst voraus. Okay. Das heißt, wir bekommen hier nochmal einen neuen Encounter. Sei freundlich und teile die Bären mit anderen Pokémon. Okay. Oh nein, werden wir hier Zerschneider brauchen? Okay, mit Zerschneider können wir abkürzen. Okay, das ist gut, das war Zerschneider nicht unbedingt brauchen. Wir bekommen einen Ufei! Oh, nein! Was ich da in der Safari-Zone gesagt habe, dass wir niemals ein Kokowai bekommen könnten hier. Ich habe mich geirrt. Wir haben Knolle als Pflanzen-Pokémon. Owai ist aber hier mein Signature. Ah! Ich bin tatsächlich gerade in einer Zwickmühle. Ich will Knolle bis zum Schluss dabei haben, weil Knolle... weil Knolle Knolle ist. Das ist unser Starter. Aber das ist ein Owai, was ich zu einem Kokowai machen kann. Ah! Diese Qual der Wahl. Ah! Aber wir werden Knolle behalten, keine Sorge. Wir werden Knolle behalten. Kokowai habe ich jetzt nur als Backup für Pflanzen-Pokémon. Ja, wir haben auch noch Flowey, ich weiß, aber... Ja, das ist ein Kokowai dann. Ah! Wir werden dich jetzt mal fangen, weil du gehst mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Dafür schmeiß ich auch einen Hyperball. Ein männliches Owai. Bitte was? Das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder? Okay. Wir schmeißen direkt noch einen. So viel Zeit haben wir noch. Owai. Okay, Owai will spielen. Gut. Owai will Quatsch machen. Wir gehen raus auf Wazer. Wazer kann das Ding paralysieren. Und steckt die Konfusion gut weg. Ja, sehr gut. So, Donnerwelle. Ja, ich drücke noch als Replette hinterher. So. Egelsamen, ja. Oh Gott. Jetzt gehst du aber auf den Keks, ne? Hyperball. So, jetzt aber. Jetzt bist du paralysiert auf jeden Fall. Und jetzt lass dich bitte fangen. Danke. Ein männliches Owai! Jawoll, ja! Natürlich geben wir ihm einen Spitznamen. Wie nennen wir Owai? Eigentlich sollte man das auch Röhnchen nennen, ne? Aber ich glaube, das passt nicht. Doch, ich nenne es jetzt einfach so. Weil es nun mal mein Signature ist.
Oh, Röhnchen. Ja. Es ist nun mal mein Signature, deswegen nenne ich es nach mir selber. Wir werden es leider nicht einsetzen, aber ja. So, Bloody kommt mal nach vorne. Haben wir tatsächlich ein Over hier bekommen. Nice. Richtig nice. So, was hätten wir denn noch bekommen können? Wir hätten einen Hypno bekommen können. Wir hätten tatsächlich noch ein Psycho-Pokémon bekommen können. Ist das euer Ernst? Oh. Okay, Owei ist auch ein Psycho-Pokémon, ne? Also, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, aber trotzdem. Einfach nur trotzdem. Hier ist ein Item. Ich will das Item haben. Duflor wäre jetzt uninteressant geworden. Aber Hypno wäre echt cool. Das wäre, das hätte wirklich Bloody Mary ersetzt. Aber ist nun mal nicht. Ich bin mit Owei mega zufrieden eigentlich, aber wir werden es nicht einsetzen. Weil wir Knolle dabei haben. Dafür habe ich ja Kokowai in meinem Weeborn Let's Play im Team. Da solltet ihr auch mal reinschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ein sehr schönes Fanmate. Ein Traumato. Ach komm, so viele Pokémon. Traubobär. Muss mal eben was gucken hier. Okay. Uninteressant. Gut. Hier geht's nach unten weiter. Will ich nach unten? Eigentlich nicht. Ich will erstmal oben bleiben. Ach komm! Ich dachte auch ja. So viele Encounter. Okay, wir müssen da unten. Den Top-Ether nehmen wir doch gerne mit. So, habe ich einen Schutz. Ein Omod. Hier wäre noch Omod. Guck mal, hier wäre Polly gekommen. Polly! Du warst nicht lange in unserem Team, aber... Hast auch nicht wirklich weggerissen. So, haben wir nur einen normalen Schutz? Haben wir noch irgendwas Besseres? Ein Superschutz. Ja. Weiter? Ne. Nimm dich vor wilden Pokémon, die Bären lieben, in Acht. Okay. Das ist Irma. Ah. Schnief. Oh, hilf mir bitte. Ein angsteinflößendes Pokémon ist dort vor kurzem aufgetaucht. Es war so gruselig. Es hat Irma Angst gemacht. Ach, du sprichst in dritter Person von dir. Oh Gott. Ich bin zu verängstigt, um mich zu bewegen, aber ich möchte nach Hause gehen. Oh, hier ist es wieder. Nein, verschwinde. Es macht mir Angst. Wow, ich will zu meinem Papa. Das ist ein Hypno. Das war der Schrei eines Hypnos. Auch wieder ganz lustig, denn Hypno... Oh, was heißt lustig? Hypno hat einen Pokédex-Eintrag, womit es halt, wo es heißt, dass es Kinder entführt. Ja, und hier war es nun mal der Fall. So, Bloody Mary ist in Gefahr gegen Hypno. Was setzt sich gegen Hypno ein? Normalerweise Razor, weil Razor alle Attacken resistiert, was das Ding kann, aber Razor ist nur noch halb voll. Wir gehen raus auf Schnecke.
Weil ich jetzt nicht nach dem echt nicht auf den Hypno vorbereitet war. Ich habe nicht damit gerechnet. So, Kampf, Surfer. Und tschüss. Da war nur der 30. Oh, das war so gruselig. Dankeschön. Irma wollte hier Bären pflücken. Das ist für dich. Eine Japa-Bäre. Wie heißt du? Irma ist so verängstigt. Bringst du mich nach Hause? Okay, lass mich nach Hause gehen. Also sie wechselt immer von der dritten Person in die erste. Du hast also Irma gerettet. Wie kann ich dir danken? Vielleicht sind allein zwei. Das ist cool. Irma, Schnuckepuck, verzeih mir. Papsi wusste... Papsi wusste nicht, dass du Angst und Probleme hattest. Papsi. Ist schon gut, Papsi. Ich habe mich mit Aurora angefreundet. Okay. Hör zu. Bitte zeig mir erneut, wie cool du bist. Oh, was ist das? Das ist für mich. Woher wusstest du, dass ich seltene Gesteine liebe? Ja, das ist der Meteorit. Du weißt, wie man einen Kerl glücklich macht. Oh nein. Nein, nein, nein. Älterer Kerl mit Halbglatze sagt einem Mädchen, du weißt, wie man einen Kerl glücklich macht. Da ist so viel verkehrt an dieser Szene. Nein. Aurora gibt dem Vater, ja, der Vitrine, ja. Oh, das ist vom Bill. Richte ihm meinen Dank aus. Du warst einfach fantastisch. Das ist für dich. Wir erhalten einen Mondstein. Okay. Auch mal nicht. Wir haben bald einige Spielchen für dich. Erst einen alten Mann glücklich machen und jetzt einige Spielchen. Nein. Raus aus meinem Kopf. Pfui. So, wir heilen einmal unsere Pokémon und kehren zu Bild zurück. Danke, die Pokémon sind wieder topfit. Komme ich jederzeit wieder vorbei. Ja. Machen wir gerne. Gerne. So, Bill dürfte jetzt fertig sein mit seiner Arbeit. Ahoi, wohin soll's gehen? Eiland 1 natürlich. In Ordnung, los! Seesprung Tempo 2. Sind wir jetzt hier durch? Ja, die stehen schon da. Oh, hallo, Aurora. Was hat dich aufgehalten? Hast du dich amüsiert? Na, böse. Wir haben es geschafft. Die PCs laufen wieder. Yay! Das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Naja, Bild ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr viel zu tun. Celio, das muss ich dir lassen. Du hast viel gelernt. Oh, wirklich? Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Celio, wir sehen uns. Aurora, es tut mir leid, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche, dass ich dir die Gegend ein andermal zeige. Ich will Knolle mitnehmen. Knolle! Das war eine lange Fahrt, oder? Mein Kamerad Celio scheint deine Gegenwart genossen zu haben. Ich fühle mich so unwohl jetzt gerade auf den Eileitern. Ich bin sicher, er würde dich gerne erneut willkommen heißen. Wenn du den Tripass hast, kannst du jederzeit mit der Fähre von Orania City zu ihm fahren. Danke für die Begleitung. Gut zu wissen, wir können jederzeit nach zu den Eileitern zurück. Schutz wirklich mehr? Okay. Das ist sehr, sehr gut zu wissen, denn dort, ich glaube zu wissen, dass es da noch ein bisschen Afterstory gibt in Eilandinseln. Weiß ich aber jetzt nicht mehr ganz genau. Also, jedenfalls haben wir da das legendäre Lavados getroffen.
Und wir können jetzt endlich Knolle abholen. Knolle. So. Bewegen. Ach ja. Wir können jetzt mal eben hier noch die Pokémon angucken, die wir gefangen haben. Einmal Ponita. Ein mäßiges Wesen auf Ponita. Ich glaube, das war schlecht. Ne? Denn Ponita ist eher physisch offensiv. Glutstampfer, Feuerwirbel, Dodycheck. Naja, es geht. Und hier haben wir Aurelchen. Alia, Kokowai. Yay! Pfiffiges Wesen. Klopfel, ja. Wie gesagt, Kopfel. Okay. Kokowai werden wir aber nicht nutzen. Oh. Beziehungsweise Owei werden wir nicht nutzen. Wir nehmen jetzt erstmal Knolle mit. Knolle wieder. Ab ins Team. Und zwar werden wir jetzt Seemon zurücklassen. Ja, Doodle werden wir jetzt zurücklassen hier. Ah, Doodle hat so einen guten Job erledigt. Aber mit Schnegge sind wir einfach besser aufgestellt. Gut. So, als nächstes. Als nächstes der 8. Orden. Der 8. Orden steht an. Den müssen wir noch bekommen. Aber. Und jetzt kommt das große Aber. Wo befindet sich der 8. Orden? Wenn wir mal auf die Karte gucken. Wir haben ganz Kanto bereits. Bis auf Route 23 und hier Indigo Plateau, Siegestraße. Nur das Indigo Plateau ist die Pokémon Liga. Sprich, dort bekommen wir, ja. Dort ist das Finale. Ne? Nur wir müssen noch einen 8. Orden bekommen. Wir sind hier gestartet in Alabastia. Haben hier ganz Kanto bereist. Wir waren hier überall, bis auf diese Route hier. Aber die lassen wir jetzt mal aus. Das dauert viel zu lange. Was meine ich, sind die? Saphonia, Azuria, Lavandia waren wir. Orania. Wir waren hier überall. Fuchsania, Zinnoberinsel, Seeschaum. Ja, wo ist der 8. Orden? Natürlich diejenigen, die das schon kennen und wissen und... Ja, die werden sagen, ja komm, sparen sich auf Folter, wir wissen, wo es ist, etc. Für die, die es noch nicht wissen, das erfahren wir nämlich erst im nächsten Part, wo sich der 8. Orden befindet. Denn ich mache für heute schon mal Schluss. Ich habe nämlich noch hier ein paar Vorbereitungen zu treffen und beim nächsten Part gibt es direkt den Arena Rush plus Arena Orden Nummer 8. Den werden wir uns holen. Ja. Liken, halten, nicht vergessen. Bitte Kommentare hier rein, damit Kommentare schreiben. Schön fleißig, damit ihr meinen Kanal hier unterstützen könnt. Das ist die beste Methode, um wirklich halt den Kanal hier zu supporten. Einfach nur ein Abo dalassen. Vielleicht einen kleinen Kommentar schreiben, was man besser machen könnte. Denn ich bin doch ziemlich frisch hier auf YouTube. Und ja, das würde mir sehr, sehr helfen, wenn ihr das machen würdet. Ne? Ist nur ein kurzer Klick. Tut euch nicht weh. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Röhnchen. Bis dann. Ciao.